Wir befinden uns heute hier im 4010 in Berlin-Mitte. Heute ist der 19.09.2013 und wir stellen heute das iPhone 5, C und S vor. iOS 7 gucken wir uns heute noch an. Das ist jetzt gestern schon rausgekommen, aber wir gehen einfach mal auf die wichtigsten Funktionen nochmal ein. Am iOS 7 ist mir positiv aufgefallen, das Kontrollfenster. Da gibt es jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten als vorher. Also man kann zum Beispiel dann gleich die Lautstärke regeln, Fotos. Mit der Kamera da hat man schöne Funktionen, auch für einen schönen Filter, die man jetzt drauflegen kann. Das, was man eigentlich früher durch zusätzliche Apps sich reinholen musste, so grundsätzlich Filter, kann man jetzt wieder. Kann man jetzt direkt machen oder auch nach dem Bild kann man die Filter auch nochmal, nach dem Fotografieren kann man die auch nochmal drauflegen. 200 Änderungen an der Zahl in iOS 7, wenn ich mich nicht irre, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Optisch hat sich auf jeden Fall eine ganze Menge geändert. Die Symbole wurden verflacht. Suche bei Wikipedia nach Barack Obama. Hier sind ein paar Informationen. Das funktioniert ganz gut. Aus Siri finde ich sehr charmant, weil du hast hier so, wie kann ich behilflich sein, ja? So ein bisschen charmanter jetzt mittlerweile noch. Wenn der einer aufs Display schielt, habe ich immer so den Eindruck, dass der meinen Code sich mitmerkt, ja, und hier ist halt der Fingerprint drauf. 5S ist das Premium-Modell, würde ich mal sagen. Das hat herausstechendstes Merkmal ist wohl der Fingerabdrucksensor. Ihr legt den Finger auf und der erkennt zwar euren Fingerabdruck. Diese Struktur unter der Haut wird da erfasst. Es ist kein echter, also es ist nicht der klassische Fingerabdruck. Deswegen geht es auch mit einer Katzenpfote wohl. Das ging heute durchs Netz. Ja. Das 5C ist quasi von der Technik her mehr oder weniger das alte 5, wenn man so sagen darf, kommt aber in komplett neuem Gehäuse. Wir haben vorhin schon drüber geredet, es liegt, ich finde, viel besser in der Hand als das normale 5er. 100 Euro weniger als das S-Modell. So, dann lass uns doch mal das 5S daneben stellen. Der neue Prozessor ist der A7 drin, hat natürlich voll viel Power, kann voll viele gute Sachen. Es hat bisher nur drei, also das 5er hatte nur drei LTE-Bänder unterstützt und das 5S und das 5C machen jetzt beide, glaube ich, 8. Alle. Jetzt könnt ihr, falls ihr Bock habt, einfach mal nach vorne kommen und mit uns ein bisschen quatschen, euch die Geräte mal hier näher angucken. Ich finde, es sieht bunter aus. Es hat was Neues. Neues ist ja immer auch attraktiv, aber ich bin noch nicht ganz so gewillt. Insgesamt, ich finde halt die ganze S-Linie interessanter als die C-Linie. Also ich glaube, dass die Plastikbomber mir nicht so wirklich gefallen. Also von den beiden 5S und 5C finde ich das iPhone 5S besser. iPhone 5S gefällt mir persönlich schon besser durch die neue Fingerabdrucktechnik. Das iPhone 5C finde ich persönlich jetzt nicht so sehr interessant, da ich das Vorgängermodell, das iPhone 5 habe. Und für mich ist es einfach quasi das gleiche Gerät im anderen Gehäuse. Ich habe eben schon mit dem Chris vorhin gesprochen. Ich finde, sowas sollte es öfters geben. Also mir gefällt es super. Ich finde es klasse. Also ich bin nur zum ersten Mal hier. Dieser Telekom-Laden mitten in Berlin ist natürlich eine ziemlich coole Location, um sowas zu veranstalten. Es waren ja auch sehr viele Leute da. Finde ich super. Tolle Idee, klasse Sache, weil man einfach... Ja, man kann halt wirklich das Gerät auch mal richtig in die Hand nehmen. Es ist nicht nur so irgendwie so blöde ausgestellt und es ist tatsächlich auch ein Live-Gerät. Es ist jetzt kein Dummy oder so. Also schon sehr überzeugend, doch. Aber auch für alle Leute, die zugucken, immer mal wieder im 4010 vorbeikommen, denn hier kann man Geräte ausprobieren, beziehungsweise bei der iPhone-Session immer mal die Finger ans iPhone packen. Und auch mitnehmen.